So, es geht weiter hier mit Lego Herr der Ringe und ich habe nochmal das Level ausgemacht, nochmal angemacht. Wir hatten hier ja einen Speicherpunkt, wir haben also quasi am Anfang von diesem Kampf wieder angefangen und das scheint ein bisschen verbuggt gewesen zu sein. Wir sind jetzt exakt wieder an der gleichen Stelle wie eben und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es funktioniert. Weiter geht's mit dem Kampf. Und drei Sterne hat er noch. So, jetzt müssen wir nämlich zack. Und jetzt hat er nämlich nur noch zwei. Und jetzt so. Und das war's mit dir, Lurz. Kopf ab. Und wieder dran. Boromir. Sie haben die Kleinen. Bleib Die ruhig. Banane. Frodo, ich versuchte, ihm den Ring wegzunehmen. Der Ring ist für uns jetzt unerreichbar. Nein. Ich weiß nicht, welche Kraft ich aufbringen kann, aber ich schwöre dir, weder wird die Weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen. Unser Volk. Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder. Mein Hauptmann. Mein König. Boromir. Gimli. Eine typische Todespose. Also, es wird Zeit, ihn aufs Boot zu betten und ihn Richtung Gondor zu schicken. Und für uns ist es Zeit, abzuhauen. Aber wo ist Sam? Ah, Sam. Oh, Sam. Los, komm. Die Reise geht weiter. Zu zweit. Gollum. Zu dritt. Amonhen Level abgeschlossen. Neue Charaktere zum Kauf verfügbar. Oh ja. Also, wir haben eigentlich so gut wie alle Lego-Steine geholt. Wo sich hier jetzt noch die Schätze versteckt haben, das ist mir ein echtes Rätsel, aber dem werden wir auch noch nachgehen, denke ich. Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Level. Geschichte fortsetzen. No. No. Na, was ist das denn? Leb wohl, Boromir. Frodos Schicksal liegt nicht länger in unseren Händen. Oh, das ist herrlich. Wir werden ihn nicht der Folter und dem Tod überlassen. Lasst uns Orks jagen. Und das war es mit dem ersten Teil. Die neuen Gefährten oder Herr der Ringe, die Gefährten und Mordor. Weiter geht's. Die anderen einen sichereren Weg finden. Streicher wird sich um sie kümmern. Sam. Gut, dass du bei mir bist. Lego, der Herr der Ringe. Und das war's mit dem ersten Teil von Herr der Ringe, die Gefährten. Und wir sind natürlich noch lange nicht fertig mit dem Let's Play, sondern es geht natürlich weiter und zwar mit dem zweiten Teil, die zwei Türme. Und solltet ihr Herr der Ringe tatsächlich nicht kennen, was unfassbar wäre, wenn du wirklich noch nie Herr der Ringe geguckt hast, dann
macht das bitte umgehend und nicht nur irgendwie die normale Version, sondern kauft euch die SEE, die sogenannte Special Expensive Edition. Natürlich heißt es Special Extended Edition, ich bin ja nicht blöd. Aber wir machen hier jetzt im Let's Play natürlich weiter mit dem zweiten Teil, die zwei Türme. Und wir gucken erstmal nochmal zurück. Hier haben doch bestimmt die Entwickler noch was für uns gelassen, ja? Man sollte sich öfters mal umdrehen und nach hinten schauen. So wie auch in diesem Fall. So, balancieren wir hier mal lang. Das nehmen wir natürlich mit. So, und jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, um nochmal nach Bree oder ins Auenland zurückzukehren. Um doch mal so ein paar andere Quests zwischendurch zu machen. Na gut. So, und wie kommen wir darüber? Da oben ist auch noch ein Stein. Das soll doch ein Witz sein, oder? Also ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Wir gehen mal wieder zurück. Oh, aufpassen. Aber was schon komisch ist... vielleicht kommen wir da noch später lang mit unseren anderen Charakteren. Na, das ist nicht wirklich Minas Tirith da im Hintergrund. Also theoretisch bräuchten wir hier nur den Wasserfall runter. Wir gehen aber natürlich hier den Berg hoch und wir nehmen hier natürlich auch die Lego-Steine mit, weil wir hier wahrscheinlich nicht nochmal hinkommen werden. So. Na, aus dem Weg. Tja, Leute, und wie gesagt, kauft euch unbedingt Herr der Ringe. Schaut es euch an, wenn ihr das nicht getan habt. Die Filme, natürlich, sie sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Sie sind 10 Jahre alt. Aber die Technik, mit der dort gearbeitet, mit der damals gearbeitet wurde, die ist so gut wie jetzt immer noch in Verwendung. Also, die Filme können es von den Effekten her locker mit den jetzigen mit aufnehmen, also mithalten. Tut euch das auf jeden Fall an, schaut euch die Filme an und dann natürlich auch in der Special Expensive oder Extended Version. Und ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht tut. So, hier machen wir gleich, da gehen wir gleich rein. Hier können wir einmal speichern. Nein, können wir nicht, sondern wir haben hier die Karte. Emin Muil, das ist das Gebirge, in dem wir uns gerade befinden. So, und ich hatte ja gesagt, wir können ja eigentlich mal, das ist der Weg, den wir hier genommen haben. Hier haben wir Barad-dûr, das ist noch der Weg, der noch kommen wird. So, wir zoomen mal eben kurz raus. Rohan, in Rohan werden übrigens unsere Gefährten sich auf die Reise begeben. Edoras, da werden wir auch noch hinkommen. Das ist die Hauptstadt von Rohan. Hier haben wir Minas Tirith, die Hauptstadt von Gondor. Das ist Isengard und der Turm Orthanc. So, und wir kommen nämlich von hier vorne. Eriador, hier haben wir einmal Bree. Und hier haben wir das Auenland. Ich weiß gar nicht. Ah, nur hier vorne können wir theoretisch auch. Hier haben wir noch Thorins Halle und die Elbenlanden. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob man da noch hinkommt. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal geschichtlich gesehen einen kurzen Schnitt. Und ich habe ja gesagt, wir müssen auf jeden Fall nach und nach immer noch die Level hier, die wir schon hatten, noch so ein bisschen aufwerten, weil das kann ja nicht sein, dass wir bei den Achievements überhaupt nichts haben. So, das ist zwar jetzt nicht sehr story-like, natürlich, aber das macht nichts. Na, so, gehen wir hier mal rüber. Und wir werden jetzt nämlich beim Rest dieser Folge und auch bei der nächsten Folge werden wir hier mal im Auenland so ein bisschen uns das anschauen. Und natürlich auch die Lego-Steine mitnehmen. So, das ist zwar
nicht ganz so spannend. Ich werde versuchen, da nebenbei noch ein bisschen was euch über Herr der Ringe zu erzählen. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von Tolkien. Hab mir das natürlich auch angeguckt, beziehungsweise auch durchgelesen, die Bücher. Auch die Bücher oder das Hörbuch, wenn ihr nicht unbedingt lesen wollt, sondern das Hörbuch, ist auch absolut empfehlenswert. Ihr bekommt da eine Menge über die Story mit. Natürlich ist nicht alles... Ey, du Schwein. Natürlich ist nicht alles im Film erklärt, was es gibt. Das ist ja auch gar nicht möglich. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir die umhauen können, richtig? So, aber alles, was hier was bringt... Na, das Schwert können wir leider nicht attackieren. Werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Alter, und das sieht so wild aus, wie das alles kaputt geht. Oh, Entschuldigung, Fräulein. Entschuldigung. So, da werden wir hier mal erstmal ein bisschen den Garten durchflügen. Und das lohnt sich aber auch von den Steinen her. Also das müssen wir eigentlich machen, damit wir für den Rest des Spiels dann natürlich gut ausgestattet sind. Und wenn man jetzt ungefähr von der Länge von den Filmen darauf schließen kann, wie lange das Spiel noch geht, dann sind wir jetzt tatsächlich auch bei ungefähr einem Drittel. Vielleicht ein bisschen weniger. Also ihr könnt sehen, dass ungefähr noch... Ja, wir sind jetzt bei 20 Folgen, ein bisschen mehr. Und... Es werden mit Sicherheit noch ungefähr 40 Folgen kommen. Also, das ist eine ganze, ganze Menge. Mir macht das Spiel aber bisher richtig Spaß und natürlich auch, weil ich ein großer Herr der Ringe-Fan bin. Also, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Habe ich ja eben gesagt. Beziehungsweise eigentlich versuche ich gerade noch so ein paar Minuten hier zu Zeit zu schinden, damit ich das dann euch nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge erzählen kann. Vielleicht gibt es ja schon welche, die Folge beendet haben, weil sie sich vielleicht nicht so dafür interessieren, hier das ganze Gefarme und Weggeschlage von den Sachen. Das verstehe ich auch irgendwo. Die Musik, die wir hier im Hintergrund hören, das ist übrigens die Originalfilmmusik. Oscar prämiert. Und ein wirklich ganz, ganz toller Soundtrack. Da können wir gerne mal ein bisschen reinhauen in den Soundtrack hier. Das ist jetzt auch das Concerning Hobbits, das Lied. So, da haben wir eben die Rosi gekauft als Charakter. 25.000. Rosi ist übrigens, ich weiß es gar nicht, ob ich es verraten kann, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht der fetteste Spoiler. Rosi ist der langjährige Schwarm von Gandalf, von Samwise Gamgee, also von Sam hier, unser treuer Gärtner und Begleiter. Und ja, Sam und Rosi, die werden später am Ende des dritten Teils auch noch heiraten. Und viele kleine Hobbit-Kinder bekommen. So, apropos, Sam, komm mal her, hier gibt's ein bisschen was zu graben. Nein. So, ach, hier müssen wir uns, hier ist die markierte Stelle. Dann schauen wir mal. Ach, und ich finde diesen Soundtrack so toll. Ah, Mist, jetzt ist der weggegangen. So, Freunde, apropos weggegangen. Ich muss hier wieder ein kurzes Päuschen machen und nächste Folge geht's dann weiter mit Lego Herr der Ringe. Und ich kann's jetzt schon mal sagen, nächste Folge werden wir hier weiterfarmen. Und eine Folge später geht's dann weiter mit der Story. Bis dann.